Na gut, dann wollen wir mal weg von diesen grauen Goblins, vor denen uns gewarnt wurde. Und zurück Richtung Menschen. Also dahin, wo die Menschen sein sollten. Wohl hier hinten irgendwo. Also rückwärts über die Brücke rüber, rechts rum. Und dann neu gucken. Also zurück. Müsste hier sein. Ja, das ist Norden. Wir wollen Süden. Dann über die Brücke. Ist auch der einzige Weg. Sehr gut. Da geht's runter. Oh, 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 oh. Der sah nicht sehr freundlich aus. Komm zurück. Oh, der schießt auf uns. Garstiger, kleiner, grüner... Moment mal, grün waren die einfacher, oder? Oh, Treffer. Zack. Tada. Sehr schön. Was hast du für uns? Du hast Gold. Ich mag Gold. Wie viele? Ein. Ich hätte gern irgendwie alles. 99. Ah, okay. 6 Stück. Angucken. Du siehst 6 Münzen. Du siehst eine Schleuder. Die kann man bestimmt verkaufen. Wo tun wir Sachen hin, die wir verkaufen wollen? Die Kiste ist leer. Okay, Kiste. Keule kann auch in die Kiste. Essen kommt. Kommt in die Essenskiste. Was war hier drin? Das kann auch verkauft werden. Das ist die Schlüssel und diverses Rucksack-Dings. Wir sollten die benennen können. Genau, wir wollten aber eigentlich weg hier. Der war nur eine Ablenkung. So, noch eine Brücke. War die zweite Brücke auch eingezeichnet? Gucken wir mal. Abgeschlossen. Gucken wir mal, ob irgendwas passt. Jo, passt. Warum auch immer die rote Tür hier auch funktioniert. Aber nicht in Frage stellen. Einfach vorwärts schleichen. Ah, schon mal ein Beutel. Ein paar Knochen, wie fast überall. Und sonst nur Türen. Das heißt, wir können Ruhe plündern. Runter gucken. Gucken. Eine zerbrochene Keule, Holz, Knochen, Schädel, das ist interessant. Genau du. 2 Kerzen. Wie viele? 2. Wow. Ich hätte ihn nicht essen sollen. Der Pilz sorgt dafür, dass unser Kopf sich dreht und unsere Sicht verschwimmt. Nur die Zahn selbst? Keine. Wirst du wohl noch. Keine Pilze links klicken. Graue Pilze haben wir da noch drin. Welche Farbe hat der Pilz? Gut. Du da rein, du da rein. Wo war Licht? Licht war auch hier mit bei, ne? Scroll. Scroll. Ne, hier ist kein Licht mehr. Da Licht? Nein, da sind Sachen zum Verkaufen. Okay, dann bist du jetzt unser Licht. 2. Lichttasche. Und du bist einfach eine leere Tasche, weil das kommt jetzt dahin. Haben wir dadurch Schaden genommen? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hätte schwören können, das ist mehr geworden. Aber eventuell regenerieren wir auch mit der Zeit. Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Okay. Also, da kommen wir her. Das sieht an einer weiteren roten Tür aus. Und das hier wäre Westen. Abgeschlossen. Passt nicht. Passt nicht. Okay. Abgeschlossen. Und öffnet. Also anscheinend können wir alle Türen öffnen, die diese rötliche Farbe haben. Erstmal nach Gegnern umschauen. Ein kleiner Baum. Der
bläulich pulsiert. Und dahinter ist... Okay. Eine Standarte des silbernen Setzlings. Der silberne Setzling. Da steht hier. Die Plakette sagt, pflanze den Samen des silbernen Setzlings und ein neuer Setzling wird hervorspringen. Im Gegenzug für dieses Geschenk des Lebens sollst du selbst ein neues Leben bekommen, wenn dieses endet. Respawn? Können wir nicht benutzen? Siehst du einen silbernen? Nein. Oh, ein silberner Samen. Okay. Dich können wir jetzt hier... Der Setzling scheint keinen Platz für Wurzeln zu finden. Hier? Warum? Das heißt, wir können jetzt da beitragen. Wenn wir sterben, wächst da, wo wir sterben, ein Baum? Lass uns mal lesen. Pflanze den Samen des silbernen Setzlings und ein neuer Setzling wird hervorspringen. Im Gegenzug für diese Gabe des Lebens erhältst du ebenfalls ein neues Leben, wenn dein jetziges endet. Das ist okay. Aber hier will er nicht. Das müssen irgendwo einen Platz finden, wo wir den silbernen Setzling setzen können. Das war der falsche. So. Silver Tree. Klaus. Und hier ist sonst nichts. Mal gucken. Steinmauer, 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 Steinmauer. Ich wüsste doch nicht, wie ich Secrets finden sollte. Also Geheimwände oder Durchgänge oder dergleichen. So, wo genau kommen wir her? Da ist eine Tür. Ach, das ist die Tür. Moment mal. Zurück, 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 zurück. Das hier ist die Tür, die wir ganz am Anfang markiert haben. Die ist immer noch abgeschlossen. Die würde ich ziemlich gerne öffnen können. Da hätten wir einen Weg zurück. Also einen schnelleren Weg zurück. Aber nicht mit den Schlüsseln. Okay, ich hebe mal doch ein bisschen was von dem Zeug hier auf, in der Hoffnung, dass hier irgendwo drunter vielleicht ein Schlüssel liegt. Weg damit. Nö. Nö. Naja, schaut nicht gut aus. Na gut, du raus, du da, du da. Wir wollen jetzt zurück, abermals über die Brücke. Ganz kurz das Fehlerchen hier aufdecken und dann links rum. Mal gucken, ob ich das diesmal hinbekomme. Also zurück. So. Dann rechts aufdecken, so gut es geht, obwohl es da runter geht. Ha. Aber da unten wird nur Wasser sein, richtig? Ja, schaut so aus. Oh, was haben wir denn da? Ist zu weit weg, uns zu nehmen. Okay, ich muss wohl runterspringen. Wow, das war knapp. Wir haben irgendwas gefunden. 7 Stück von irgendwas und es sind Steine. Ja, 7 Steine. Hops, hops, hops. Komm schon. Ich will jetzt nicht runter... Wow. Also, springen ist noch ziemlich unintuitiv. Ah, also. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich hin wollten. Nochmal die Karte gucken. Genau, jetzt links rum. Nicht über die Brücke. Sondern hier nach Westen, genau. Was ist das hier unten eigentlich? Oh. So könnten wir uns auch steuern. Nee, danke. Dann nehme ich lieber die Tastatur. Dun, 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 dun.
Sicher ist sicher. Achso, hier waren wir doch schon. Moment mal. Genau, und jetzt wollen wir nach weiter Westen. Zu der Stelle, wo wir eigentlich hätten hinkommen können, wenn wir gesprungen wären. Und hier ist ein Zeichen für Zivilisation. Sehr schön. Erstmal zu Ende aufdecken. Ist hier vielleicht sogar der Sprungpunkt? Nö, hier sind nur ganz viele Gänge. Noch eine Tür. Oh, und kleine Ratten. Alles Erfahrungspunkte. Solange es keine Fledermäuse sind, ist alles gut. Zack. Oh, sind ganz schön viele. Und die vergiften auch. Wollte mich veräppeln? Oh, graue Ratten. Ich merke schon ein Muster. Braune Goblins, graue Goblins. Braune Ratten, graue Ratten. Oh. Bei den Fledermäusen war es, glaube ich, ähnlich. Weil das die graue oder weiße vergiftet hat. Na komm. Stipp, 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 stipp. Aha, Level 4. Auch wenn wir jetzt damit anfangen können. Suchen wir uns mal eine ruhige Ecke. Da wo die Tür, nicht die Tür. Wo die andere Tür war mit der Zivilisation. Da drin ist es bestimmt sicher. So, hier. Gleich dahinter ist ein Goblin. Ihr mich auch. Mein Gott. Ich denke mal, der kommt da nicht raus. Also stecken wir uns hier in die Ecke. Und hoffen, dass unsere Lebenspunkte ausreichen für das Gift. Benutzen. Ich esse nochmal eine von den Beeren und gucke, ob das sich erhöht. Nö, nichts gesehen. Fisch, auch nichts gesehen. Hühnchenkeule, wir sind zu voll. Okay. Also Essen scheint doch keine Lebenspunkte zu bringen, es macht einfach nur satt. Wir wissen nicht, wo die Sattanzeige ist. Das da vielleicht? Oder ist das Gewicht? Gewicht, glaube ich. Wir haben noch 13 Punkte über. So, Kerze kurz aus. Wir wollen schlafen. Ja, hat gut was gebracht an Heilung. Aber ich würde gerne nochmal schlafen. Ja, schon viel besser. So, du, komm her. Aufheben. Du, dahin. Du an. Du weg. Und jetzt gucken wir mal in diese Bastion der Menschen, wo gleich am Anfang ein Goblin steht, rein. Wenn wir überhaupt reinkommen. Abgeschlossen. Okay. Passt nicht. Und passt nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Na gut, schauen wir uns hier mal um. Bei den ganz vielen Gängen. Also, da. Menschen. Fragezeichen. Rechts von uns, also östlich, wäre hier. Oh, das sieht auch nach Zivilisation aus. Und eine goldene Tür, die man öffnen kann. Oh, Spinne, das ist garantiert giftig. Einmal hauen und weg. Da kommt noch eine Fledermaus. Oben das Gargoyle-Gesicht macht irgendwelche Anstalten. Also hat das doch mit Gegnern zu tun? Warum sind die Augen jetzt gelb? Also mit dem Vor- und Zurück scheint gut zu funktionieren. Stirb, du garstiges, kleines, hässliches. Haha. So, Fledermaus. Ich höre eine Fledermaus. Dieses Dü-dü-dü-dü. Das ist, glaube ich, die Fledermaus, die rumschreit. Und ich werde da garantiert nicht rüberspringen können. Und das auch nicht versuchen. Du heb mal
das auf für... Das Tröten kommt immer näher. Oh, wir haben noch genug zu essen, ja. Die... Was ist denn da auf? Ach, das ist die Fledermaus. Die Giftfledermaus.